Neues Spiel, neues Glück. Mit den DOD-Dudes und Citronius. Hast du gehört, wie ich dich anmoderiert habe? Ja. Oh, und Citronius. Der Wink mit dem Zaunpfahl. Ey, mittlerweile sind wir. Unser Clan-Level ist schon hochgegangen. Ihr wart wohl fleißig, als ich im Urlaub war. Ja, nee, wir hatten echt auch einige Tage Flaute, also tatsächlich. Oh, gerade ja, wo die neue Season angefangen hat. Oh, da habe ich richtig auf dem Deckel. Da ist es aber immer so, wenn die Season anfängt, dann kommen alle Psychos nochmal aus den Löchern gekrochen und machen sofort die ganzen Battle Passes leer. Und deswegen ist der Season-Anfang immer besonders hart. Ja, das haben wir gemerkt hier. Ui, geil, Level 3 Weste direkt. Ja, klar. Hier liegt ein Dragon auf bei mir, wenn jemand möchte. Kane, Ace. Ist noch eine M24 bei mir. Ich bräuchte eine Extended Mag für die Vector. Mhm. Ja, ah, ich hab's. Nee, hab ich nicht. Das habe ich, glaube gestern war's. Extremst gemerkt. Leckt mich am Arsch. Oh, nee, scheiß auf Viscaris. Da ist auch noch eine Dragunov. Also meine Maus wiegt, ich glaube, 39 Gramm und ich habe vorher immer mit diesem Monster-Ding da gespielt, mit diesen X-Tasten da. Die hat über 100 Gramm gewogen, glaube ich. Ey, der Unterschied ist riesig. Geil. Der Unterschied ist echt riesig. Wenn du vorher mit so einem Pfundsteil gespielt hast. Ja, aber da muss ich ja... Entschuldigung. Da ist noch ein 6er-Scope. Ja, würde ich nehmen. Ah, da musste ich ja eigentlich schon krass umgewöhnen eigentlich, ne? Ja, das Problem ist halt, ich hatte an der anderen hatte ich 9 Tasten. Und an der jetzt. Ja, und an der jetzt habe ich halt nur noch 2. Aber das ist trotzdem besser. Erweitertes DMR-Magazin. Also ich brauche nicht mehr als 100 Schuss. Ich würde auf jeden Fall ein Extended SMG nehmen. Ja. Der Vector. Ich habe nur einen Quick Draw, habe ich da. Ja. Ja, dann wechsel dich mal auf die Mikro-Uzi. Achso, was nehme ich denn für eine Speedwaffe überhaupt mit? Wir könnten theoretisch weiter. Der 6-fach hat es jemand aufgehoben? Also ich hab's nicht genommen. Wo war denn das? Was ist denn eigentlich ich die K2? Danke. Ah ja. Immer die rennen oder was? Die ist, nicht so gut. Die ist ja genau, die ist ähnlich. Also, wer wollte das Extended? Citronius, komm her. Die ist mir so lala. Hier bei mir. Perfekt, danke. Ah, da ist eine Ork. Ach, ich spiele Ork, ganz ehrlich. Ja, die hatte ich gerade. In einen habe ich sowas von aus dem Leben geschossen. Ja, dann muss ich nur eine Munitionsart mitnehmen, das ist sogar besser. Unten im Haus, hinter uns Citronius, da ist noch ein vertikaler Griff für die Vector, wenn du die willst. Ich bin jetzt auf der Mikro-Route, war schon. Ja, okay. Die geht auch gut ab. So. Nee, scheiß auf die MK12. Brauchst du noch eins Rest, ein erweitertes? Nee, ich hab Dings, ich zock Ork jetzt. Okay. Brauchst du da eine Extended? Ah, nee, hab ich nicht, sorry. Das war auch in dem Haus unten.
Da kommst du jetzt hin, genau. Alles gut, alles gut, alles gut. Was mich wundert ist, dass wir noch immer so unsere Ruhe hier haben. Das ist irgendwie verdächtig. Übrigens, falls wer nicht weiß, das sind öfter so Tontöpfe mit Farbe. Die kann man zerschießen, da ist meistens Heilung drin. Nice. Das wusste ich wirklich nicht. Da hier liegt ist das der Vertikale, ja. Da liegt eine M24. Ja. Dragunov. Hier ist auch noch Munition für die UNSKS, ist ja auch. Da vorne ist ein Jasenschuss. Auch ganz weit weg, da aus der Richtung irgendwo. Oder weiters. Was machen wir? Wir schauen mal, dass wir in die Zone irgendwie rein. Wollen wir irgendwie so spazieren? Immer. Ja. Bei den Häusern oben würde auch ein Auto stehen sonst. Ja, wenn wir jetzt mit dem Auto losfahren, nee, aber lass uns lieber laufen, glaube ich, ist besser. Zone, ja, ist weil wir sind in der Zone eben, wir haben mehr Nachteile als Vorteile durch ein Auto. Stimmt. Ach, diese Vögel, ey. So, ich hab grad gedacht, hey, ich hab grad keinen Vogel gehört, aber ja, ich hab's verstanden, ja, wenn die da losfliegen. Ja, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das kann nicht. Ach, wir hatten schon alles mögliche als Gegner. Da Gegner und dann guckst du den Stein, Baumstamm, aber die Vogelstöße. Vögel, die Vögel sind gut gegen AI, weil die AI nur Bewegung erkennt. Die erkennt dann auch einen Vogel als Spieler vielleicht. Ach so, das meinst du? Ah, okay. Ach, du meinst gegen diese Cheater-Monitore und so Zeug? Ja, genau. Ja, das ist ja auch wieder so ein Thema, ey, oh Gott. Ja, wir haben schon irgendwas gesehen, mitbekommen. Da habe ich ja, da habe ich im, ich hatte im Urlaub Zeiten, um mir solche Videos anzugucken, da wird es ja Angst und Bange. Also es gibt ja echt nichts, was es nicht gibt, ja. Oh, Extended Quick Draw für die Uzi. Hab ich jetzt schon. Ah ja, okay. Rainfall schon, Dank. Ich hätte noch eine zweite tatsächlich kurz danach gefunden. Was ist hier? Eine nächste ist dann, oh Mann. Oh. Oh, man hat einen Schuss gehört. Oh. Echt? Ich habe es jetzt für die Glock genommen. Die Glock hat übrigens Automatik vorher, falls das auch noch wer nicht weiß. Die Handfeuerwaffe ist es? Die Handfeuerwaffe, die Pistole. Ja, die hat Automatikfeuer, ja. Was hat die für Muni? 9er? 9er, ja. Okay. Okay, gut zu wissen. Die ist fast wie die Scorpion. Okay. Also hier liegt unendlich viel Munition für 556. Mhm. Ich kann es nicht markieren. Ich würde es gerne markieren. Jetzt habe ich es markiert. Ah, es war einfach. Ja, da liegt überall 5er Mon. Nicht so eine Flugroute. Sag mal, ich habe noch keinen einzigen Schuss gehört. Theoretisch, ja, doch von heißer Seite. Theoretisch nur von rechts und vor uns können welche kommen. Ich glaube nicht von hinten. Hey. Das war nur, damit du mal einen Schuss hörst. Ja. Ich habe zum Glück gewusst, dass du eine Mikro-Uzi hast. Deswegen habe ich mir nicht so extrem in die Hosen gemacht, sondern nur ein bisschen. So.
War das nah bei dir oder weiter weg? Ja, ich würde sagen, jetzt hinter dem Berg. Ja, ja. Okay. Aber jetzt wird es echt Zeit für ein bisschen Action. Wenn man nämlich zu lange nur herumsucht, dann schaltet das Gehirn irgendwie ab. Verliert den Fokus. Oh nee, ey, jetzt müssen wir da durch die Fläche. Oh. Deswegen glaube ich. Ja, genau, lass uns mal lieber. Ja, lass uns mal lieber am. Genau mittig. Lass uns mal lieber am Berg bleiben, hier rechts. Das ist besser, nicht da über die freie Fläche rennen. Das ist. Sollte man nicht tun. Das führt nicht zum Huhn. Mm-mm. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier kann es sein, dass irgendwelche Dudes rumspringen. Ja. Ja, jetzt sind wir mitten in der Zone und high. Tatsächlich. Also High Ground. Oh, hier ist auch, ja gut, alles gut. Ja, es ist top hier. Hier können wir uns gut einnisten. Ja. Ja, hier. Irgendwo Schüsse. Blutdruck. Ja, also wo werden auf jeden Fall auch welche sein. Deswegen waren die Schüsse voll bestimmt, oder? Ja, der nächste Loot-Drop Richtung Westen, da geht dann auch die Zone, da können wir eigentlich Richtung hingehen. Richtung Nordwesten. Oh, Rest, du bist allein. Ja, ja, ja. Ey, ich wollte nur gucken, ob da hinten einer, ob da hinten jemand ist, aber da ist niemand. Ich würde ja sagen, vor dir irgendwo oben, ne? Ja, östlich. Direkt vor uns, direkt vor mir, direkt vor mir, direkt vor mir. So nordwestlich ist ein Panzer runtergegangen von auf Leergang. Great. Oh, war das ein Panzer? Vorsicht, 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 da ist Great. Und Schüsse, da waren welche. Oder? Rainfell, du rennst direkt auf die zu. Ja, ja. Die sind 100% hier. Oh. Wurde das Zeug schon gelootet? Zwei Fallschirme gesehen? Nein. Nice. Die sind hier hinterm Berg. Echt? Da hinten irgendwo sind zwei Fallschirme gelandet. Die kleinen müssen noch gelootet werden. Hier ist nur eine Farmers drin. Wer Bock hat auf Farmers? Oh ja, die nehme ich. Farmers ist ultra. Ist in der roten. Ja. Sonst ist da nichts mehr großartig drin. Also ein Sechser Scope ist da noch? Nee, brauchst du nicht. Den hab ich hier drin gepackt, den Sechser, ja. Achso, okay, alles klar. Nice, die Farmers. Da, wo meine Markierung ist, aus der Richtung Schüsse. Ja, ich würde da nur gerne zusammen aufstehen, so. Mich hier verpissen, weißt du? Ey, der geht mir auf den Senker, wirklich. Da ist ein Self-ID-Dings. Ja. Hier sind auch nochmal zwei am Berg. Drei sind sie ja hier. Hier ist noch ein Helm 3 drinne. Oh, cool. Oh, verdammt. Geht weg. Geht rein. Wieso wurde eigentlich... Wie gesagt, hier ist noch Helm 3 drinne. Mal gucken, was hier drinne ist. Schalldämpfer für DMR. Ernsthaft, jetzt muss ich das so ein... Oh. Ich war scheiße auf den Dude, wirklich Dreckspot. Du lässt dich gerade voll vom Hast du geholt den Helm 3? Also ich hab einen 3er Helm. Ja. Ja. Okay. Perfekt. Was? Dann sollten wir gut ausgestattet sein. Wo ist denn die andere Krone gefallen eigentlich? Wo ist denn das scheiß Flugzeug? Ich sehe schon, wer die da. Da ist dann über nichts gezogen. Das ist ein Bot, der da rumballert. Ja. Ja, ja, aber da sind zwei, drei Bots. Viele Junkies hier wieder. Aber sag mal, ist wirklich ein Panzer runtergekommen? Ja. What? Richtung Gelb. Ich hab nicht. Okay, der hat Schiss uns. Der sieht uns. Ich sehe ihn allerdings nicht. Ne. Wo ist der? Ich bin hinter dir. Jetzt muss man aufpassen.
Ja, der müsste jetzt vor dir irgendwo Richtung rechts, Richtung dem Baum irgendwo auftauchen. Da fahren welche im Norden zu dem Multi-Airdrop, der gerade runtergegangen ist. Ja. Den wir gelootet haben? Nein. Nein, neuer, der gerade runterkommt. Gelb. Gelbe Marke ungefähr. Also wir haben Panzer-Dudes und wir haben Multi-Airdrop-Dudes. Also da sind schon noch ein paar gute am Start auch. Wir haben aber auch selbst auch einen Multi-Airdrop. Fairerweise. Die Bots, ganz ehrlich, die Bots sind... Da hockt er. Ja. Okay, aber lass uns mal verziehen. Da kam noch einer. Brainfill, bei dir kam noch einer. Ja, die Zone, da ist er. Ausgenockt. Alter, den Glück. Die zwei Bots, die haben uns Nerven gekostet, ey. Wirklich. Falls die anderen zwei sich jetzt battlen, die... Was geht nicht? Sind immer noch welche da? Oh, na ja. Ah, durch die Beine. Unten hüllt wieder an sein Drecksbein. Ich hoffe, in die Zone gehen, ne? Ja, ignoriert die Kasper einfach. Ignoriert die Kasper einfach. Wir gehen weiter in die... Ja, weil das Einzige, was passiert ist, wir verzetteln uns mit denen und hängen dann außerhalb der Zone. Das. Wir laufen jetzt auf den Multi-Airdrop zu. Oh shit. So. Da ist noch einer. Wo? Ist noch einer kommen? Ja, am Baum. Ja, am jetzt, Baum. Ich sehe. Down. Sehr nice. Gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Wir müssen jetzt. Okay, falls jemand ein Auto sieht, was könnten wir jetzt nehmen? Ja, ich mache mir noch ein Medkit rein. Ach komm, das schaffen wir. Ich hab gerade einfach dreimal durch die Vierer? Beine. Vierer? Oh nee, die Vierer ist noch schnell, wa? Das ist halt auch langsamer. Ultra, ultra bitter, wie uns diese vier Bots da beschäftigt haben. Also sowohl der Airdrop als auch der Panzer war in der Richtung. Scheiße. Hoffentlich treffen die zwei sich, bevor wir sie treffen. Alter, uns ist immer noch Action, das gibt es da ja nicht. Ja, es gibt noch das Airdrop-Team und das Panzer-Team. Wie kann man so einen Panzer ja, hops nehmen? Draufrotzen ewig, okay. Vor uns, Sniper. Ja. Ich sehe ihn aber schon wieder nicht. Was ist denn? Da ist ein Auto. Muss hier irgendwo sein, bei meinem Marker. Ich sehe ihn aber auch nicht. Auto von hier irgendwo. Hier, Auto, gegnerisches Auto an meinem Marker. Mhm, Zone kommt auch. Wir schießen nicht drauf. Die sollen in die Zone. Die so, genau, die, das, vielleicht legen die sich mit den Panzer-Dudes an. Ja, die fahren weiter. Da, wo ich markiert habe, an dem Haus ist einer. Da laufen sie. Ah ja, ich sehe sie, kommen von links, ja. Und an dem Baum ist hier, glaube ich, auch noch einer. Oh, genau. Fuck, jetzt wird's hässlich. Im Busch rein. Oh, hier unten am Stein. Ja, hab ihn ausgenockt. Ich dachte gerade, was ist los mit dem? Dankeschön. Hässlich, Leute, jetzt müssen wir nochmal über die Fläche pushen. Was ist mit dem Bein rechts hier? Ich gehe zu dem Stein hinter. Zu mir. Sonst ist schon Sterben außerhalb der Zone. Ja, siehst du, da oben ist er. Im Busch. Oh. Ich komme da leider jetzt nicht hinter. Ich sehe nicht mehr, verdammt. Ich auch nicht. Der ist hinter diese.
Nice! Den hast... Nee, den hat niemand von uns gekillt. Ja. Nee, das war der... Scheiße, wer war der? Oh, die kommen auch... Ich bin Nock. Da hinten aus dem Fenster. Aber alles gut. Konzentriert euch. Yeah, baut bei mir. Drei Teams. Zwei Teams, so. Ist da noch einer drin in dem Auto? Nein, würde ich sagen nicht. Hinterm Stein. Da gelockt. Rechte Flanke. Jetzt geht er rüber auf die linke Flanke. Guckt. Ja, jetzt wenn ich zu dir push, werde ich es glaube ich nicht überleben, ehrlich gesagt. Nein, ich bin sowieso fast über. Aber wo ist denn der? Hier muss doch noch einer sein. Oh Scheiße, jetzt habe ich Friendly Fire gemacht. Sorry. Oh mein Gott, ich habe Friendly Fire gemacht. Oh mein Gott. Ich dachte, wir hatten noch einen genockt gehabt da hinten. Ich habe den Überblick völlig verloren. Oh yeah. Hinter euch. Ja. Aber wisst ihr was? Wir sind in der Zone, die anderen Dudes nicht, oder? Können knapp sein bei denen. Also die Smoke Dudes könnten wir kriegen. Ja, wir sind auf jeden Fall weiter in der Zone. Ja. Ja, die kommen jetzt von rechts. Von links kommt einer, von links. Ja, die pushen beides, macht Cross, einer rechts, einer links. Ja, halt. Ja, ja. Die sind nicht blöd, leider. Beide pushen nach links. Oh, die treffen, die Dudes, das ist Wahnsinn. Du hast noch von dem anderen kassiert. Ja, ja. Da ist noch einer weiter links. Ey, ganz ehrlich, wir bleiben jetzt einfach mal hier. Ich glaube nämlich nicht, dass die alle in einem Team sind. Nee, aber die Zone ist ja was anderes. Oh ja, das heißt rennen. Oh nee, oder? Oh nee, warte, lass mich kurz nochmal, lass mich nochmal ganz kurz einen Painkiller einschmeißen. Dann da hinten hoch und weg. Ich schmeiß einen Smoke dahin und dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Auf die Plätze, fertig, los. Komm, wie hässlich. Ja. Links im Haus sind noch welche. Fenster oben. Wie konnte es sein, dass wir das überlebt haben? Was wir gerade gemacht haben. Das ist wieder einer der. Ja, ja, das ist der, wo ich gerade gecallt habe. Oberes Fenster, weißes Haus. Hinter uns? Hinter uns muss auch noch irgendwann das sein. Ja. Von wo kommen die Schüsse? Hinter dir jetzt, ja, da ist ja genau dieser Höhe. Bisschen Rest. Ich sehe nicht. Irgendwo kommt der Schuss. Ich sehe nicht. Ja, ja, doch, da kommt er. Knock. Nice. Wow. Der obere macht das. Die Zone macht die doch jetzt platt, die Dudes, oder nicht? Eigentlich schon, ja, ja. Das schaffen sie nicht mehr. Ihr müsst, solltet jetzt rennen. Jetzt haben wir so. Okay, jetzt müssen wir nur noch die restlichen Dudes platt machen. Da war einer noch hinter dem Point und da. Die haben uns aber echt. Boah, krass, ey, das waren noch zwei, jetzt, die haben außerhalb der Zone gecampt. Wie haben die denn so lange überlebt? Was haben keine Ahnung, gehabt? Keine Ahnung. Die haben drauf gewartet, die haben es riskiert, in der Zone zu sterben, um auf uns zu warten und uns zu killen. Oh mein Gott. Du hast ja jetzt auch nicht gesehen, dass die jetzt gestorben sind. Weil die ja Zone 5, nee, Zone 6 waren wir jetzt schon. Nee, es sind noch zwei. Ja, es sind noch zwei Teams. Die müssen jetzt die Typen aus dem Haus rauspushen. Das ist der alleine.